Ich hab's Inka nie gesagt, aber ich kenne ja Blochin schon viel länger, als sie ihn kennt. Ich bin mit 22 nach Amerika gegangen, um zu studieren. Und weil ich unsere Mutter besser kennenlernen wollte, sie ist nach Amerika zurückgegangen, als Inka gerade 5 war und ich war 9. Und ich wollte einfach wissen, warum. Aber eine Antwort auf die Frage habe ich auch in Amerika nicht gekriegt. Sie war ständig unterwegs. Sie hat damals beim... Egal. Ebenfalls ein paar Jahre später bin ich nach Berlin zurückgekommen. Und Berlin war völliger Wahnsinn. Kaum wiederzuerkennen. Ich meine, es ist kein Wunder nach der Wende, aber trotzdem... Jeder, der wollte, konnte sich breit machen und konnte sich stark fühlen. Und die, die nicht stark waren, die fielen halt eben hinten über. Ich war damals der Jüngste in unserer Abteilung und bekam dann immer all die Fälle, die kein anderer haben wollte. So auch Jessica Gente. Jessica war eine ehemalige Pornodarstellerin, die mittlerweile schon in die Jahre gekommen war. Jessica stand mindestens einmal die Woche bei uns in der Mordkommission und hatte Drogenbriefe von einem Stalker, also Morddrogen, mit fein säuberlich aus der Bildzeitung ausgeschnittenen Buchstaben. Ja, alle haben gelacht. Keiner hat sie ernst genommen. Ich auch nicht. Eines Nachts wurde ich zum Tatort gerufen und da lag sie dann. Tot, erwürgt, mit einem Nylonstrumpf. Und neben mir saß ein Obdachloser mit 50 Euro in der Hand. 50 Euro, die sie ihm zugesteckt hatte, damit er sie umbringt. Damit sie wenigstens einmal ernst genommen wird. Konnte mir nicht anders helfen. Ich musste mich einfach völlig zulaufen lassen. Ich habe keine Ahnung, was alles in der Nacht passiert ist, aber irgendwann war ich in so einem Massagesalon umringt von lauter Osteuropäerinnen, die da alle illegal angeschafft haben, was mir natürlich völlig egal war. Später kamen noch ein paar Hooligans dazu, die ihren Sieg gefeiert haben und so. Jedenfalls, irgendwann stand ich an der Bar mit einer Frau und einem Typen. Mit denen bin ich dann auch aufs Zimmer gegangen, zu einem klassischen Dreier. Und dieser Typ... Das war Blochin. Ich hatte keine Ahnung, dass Blochin damals Betreiber dieses Clubs war. Er und seine Jungs hatten offensichtlich harte Auseinandersetzungen mit den Arabern um die Clubherrschaft. In der Nacht muss es wohl besonders heftig zugegangen sein. Jedenfalls stand plötzlich die Polizei vor der Tür. Ich hatte natürlich Panik. Ich habe mir nur ausgemalt, welche Umwege meine Karriere nehmen würde, wenn man mich mit einer Illegalen auf dem Zimmer erwischt hätte. Ich bat Blochin dann um Hilfe und hab ihm gesagt, dass ich Polizist bin. Und er? Er grinste nur. Ja. Er grinste und dann hat er mir den Weg durch die Toiletten nach draußen gezeigt. Ja. Und das hat mich ziemlich lange beschäftigt, weil ich dachte, dass dieser Typ, den ich gar nicht kenne und der mich nicht kennt und der ganz offensichtlich auf der anderen Seite des Gesetzes steht und mir trotzdem hilft. Er mir hilft, weil ich ihn um Hilfe gebeten habe. Keine Ahnung, ob Blochin sich noch an diese Nacht erinnert, aber Inka hat ihn mir dann ein paar Jahre später vorgestellt als ihren Freund. Und ich habe ihn sofort erkannt. Klar, die Zähne vergisst man nicht. Blochin.